Ja, wie versprochen kommt heute der Test vom Pizzaofen, den wir von Wienerwelle bekommen haben und vor ein paar Tagen ausgepackt haben. Jetzt wollen wir aber auch mal erleben, wie eine Pizza aus dem neuen Ofen wird. Und darum tun wir ihn jetzt einführen. Zuerst mal sicher alles rausnehmen, was nicht da hingehört. Wir haben eine Pizzaschaufel. Die Pizzastein oder die Platte, die lassen wir natürlich rein. Die soll ja heiß werden, wo nachher die Pizza drauf kommt. Hier drin haben wir das entsprechende Trenngitter, damit nicht irgendwelche Sachen vom Anführen auf den Pizzastein kommen. Das können wir also einsetzen. Und lassen jetzt mal los. Wir stoppen auch die Zeit, stoppen, wie lange richten wir denn, welche Temperaturen dass wir nicht mehr erreichen, die wilderen Zeit. Da schön fühlen. Ich gehe davon aus, dass man noch eine Weile braucht, bis man die Pizza-Temperatur erreicht. Das Ziel ist so um die 250 Grad da innen nachher. Im Moment zeigt der Thermometer natürlich noch 150 Grad an. Lassen das Türchen am Anfang ein bisschen offen. Haben auch hier den Abzug eingestellt, dass es voll durchziehen kann. Hier können wir nachher regeln, wenn man die Temperatur erreicht. Das schöne Anführholz haben wir gemacht mit der neuen Fiskarnolden-Axt, die man jetzt auch bei uns beziehen kann. Ich finde es ein ganz schönes Teil. Nicht nur funktional natürlich mit dem tollen verbundenen Blatt, Axtblatt, sondern auch sehr optisch sehr schön mit dem Holzgriff. Kommt sehr schön daher. Den kann man bei uns jetzt auch beziehen, in verschiedenen Größen. Okay, wir melden uns wieder zurück, sobald wir da ein bisschen Temperatur haben. Und dann auch die Zeit dazu, wie schnell das da geht. Zeigen hier bereits über 350 Grad. Aber das ist natürlich über die Flamme hier nicht gehindert. Wir schauen jetzt mal mit dem Infrarotthermometer, wie heiß unsere Pizzaplatte ist, um dann können entscheiden, ob es schon genug heiß ist oder ob wir noch ein bisschen warten. Gut, also die Platte zeigt jetzt auch 375 Grad. Bis zu 400. Man sieht auch schön, wie die Flamme oben durchzieht. Wirklich einen schönen Flammenbogen bildet hier. Eigentlich grundsätzlich ideal, um nachher eine Pizza zu machen, weil eben dann auch Oberhitze entsteht. Wir reduzieren jetzt mal ein bisschen reduzieren in der Hitze, weil wir sind mit der Pizza noch nicht ganz so weit. Tun wir also hier die Luft mal reduzieren. Und meldet uns wieder zurück.